verschwindet und sind schon wieder da. Da wachsen sie aus dem Boden heraus. Also das ist schon animationstechnisch 1A. Du willst bestimmt mitfahren, ne? Ja, also ey, antäuschen und dann wieder weglaufen. Ich glaub's knackt oder was hier. Ey. So ja schon mal gar nicht. Nächste Haltestelle. So, das ist jetzt die letzte Haltestelle. Straße. Hier habe ich die Zeit nochmal runter geregelt von meiner ursprünglich eingestellten Zeit. Also hier kommen wir eigentlich sehr gut an jetzt. Muss mal ein bisschen langsam machen. Weil an der letzten Haltestelle sollte man vielleicht nicht zu früh ankommen. Man kann natürlich auch im Bürgersteig hier hochfahren, damit man den ganzen Verkehr nicht anhält. Ja. Weil sonst kann es sein, dass man hier Rückstaus verursacht, die einem richtig Probleme bereiten. So, und jetzt kann es schon weitergehen. Jetzt kommen wir pünktlich, nicht zu früh und nicht zu spät an der Haltestelle an. Und bekommen hoffentlich eine Belobigung. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Oder zumindest im Profil ein Punkt bei Pünktlichkeit. Ja, kurios ist auch, manchmal steigen sie hinten aus und vorne wieder ein, obwohl es die Endhaltestelle ist und meine Assistentin gesagt hat, Endhaltestelle aussteigen. Den schnell die Türen schließen. Jetzt kann man nochmal einen Blick nach hinten wagen. Tatsächlich, oh, ich habe noch nicht mal das Deckenlicht angemacht. Na gut, das geht ja gerade noch so von der Helligkeit. Gut, das war die Hinfahrt. Damit lasse ich es heute auch bewenden. Es ist spät genug. Und die Rückfahrt mache ich dann ein andermal und lade jetzt die Videos hoch. Wie gesagt, bewertet mich positiv, wenn es euch gefallen hat. Negativ, wenn es euch nicht gefallen hat. Kritik, ja, wenn sie konstruktiv ist, gerne. Wenn es nur Beschimpfungen sind, gehe ich gar nicht drauf ein. Das könnt ihr euch gerade mal stecken. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wenn ich kann, beantworte ich sie. Wenn ihr zu einzelnen Sachen sagt, das würde ich gern genauer wissen, wie das mit dem Kleingeld auffüllen am Anfang, mache ich gerne auch ein Tutorial. Es ist zwar nicht meine Idee, das werde ich dann auch ganz bewusst nochmal dazu sagen, aber ich mache es dann auch nochmal ganz langsam oder wenn andere Sachen sind, versuche ich euch ein Tutorial zu machen, wenn ihr Interesse habt. Einfach melden, ich probiere es, okay? Dann wünsche ich euch noch was, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer aus Freifurt.